Boys and Girls, der Black Friday steht an und endlich zieht EA den Content mal richtig an. Nicht nur, dass wir eine Käufer-SBC sehen, nein, Swaps kommt zurück und. Wir gucken uns alles gemeinsam mal an. Abfall ist angesagt, let's go. Lasst auf jeden Fall sehr gerne schon mal einen Daumen nach oben, da sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare für die Kommentare. Und das ist die erste richtig krasse SBC, die wir sehen werden. Krass, muss man schauen, denn das ist die offizielle Karte von dem guten alten Johann Cruyff. Er wird als SBC erscheinen. Wir gehen davon aus, dass er am Freitag kommen wird, denn am 29.11. hat er damals um 1970 6 Tore bei einem 8:1-Sieg von Ajax Amsterdam gemacht. Und das ist seine Karte. Ich sehe sie jetzt auch gerade erst zum zweiten Mal. Sie kriegt eine 88er-Karte. Technical Plus, also er wird auf jeden Fall statt First Touch Technical kriegen. Dazu kriegt man natürlich ein ordentliches Downgrade zu seiner 93er-Karte. Keine Frage, das ist trotz alledem meiner Meinung nach Johann Cruyff. Und Johann Cruyff ist eigentlich schon immer eine absolute OP-Karte gewesen. Ne? Und ich glaube, er wird sich trotzdem sehr, sehr gut spielen lassen. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt, er könnte wahrscheinlich sogar echt machbar werden, ne? Was den Preis angeht. Ich denke nicht, dass diese Karte mehr, wenn ich sie sehe, ich würde nicht mehr als 1 Million bezahlen. Ich denke, 1 Million wäre ein wirklich solider Preis. Müsste man gucken, was würdet ihr schätzen, ne? Wo geht die Sache hin, was den Preis angeht. Wir haben 86 Pace, 87 Schießen, 85 Pass, 88 Dribbling, dazu ein Chemistry Playstyle, plus mit Technical, den hatten wir ja gerade eben schon. Und das Schöne ist, ich glaube, diese Karte wird auch früher oder später definitiv auch mal in die ein oder andere Evolution reinpassen. Also all in all können wir sagen, das ist zumindest schon mal SBC Nummer 1. Trotz alledem haben wir diesen wunderschönen Spoiler-Alert, denn All Black Friday SBCs are mit. Das bedeutet, es wird keine ultrakranke SBC kommen, so wie es das letzte Jahr war. Ich glaube, letztes Jahr mit dem Eusebio, ich weiß nicht, ob der genau zu Black Friday kam, aber das war schon sehr, sehr wild. Dazu haben wir Vinicius Junior, der wird als POTM auch noch erscheinen. Ich glaube halt eher, Vinicius Junior wird halt sehr, sehr teuer werden. Also das muss man wirklich sagen, weil, sind wir mal ehrlich, der wird wahrscheinlich eine 93er, 92er Rated Karte haben. Der wird über eine 1,5 Millionen Karte werden. Das wird so Putejas-mäßig, wenn nicht sogar noch mehr. Nichtsdestotrotz, es wird ein neues Swap-System kommen. Ja, die Swaps sind zurück. Es werden keine Icon-Swaps oder sonstige, denn das werden Swaps werden, die anders erspielbar sind. Ab dem Thunderstruck-Event, also ab Freitag, ich glaube sogar ab der neuen Season schon, weil der, wir haben ja auch einen Ladescreen, haben wir die Möglichkeit, in Squad Battles, Champions und Division Rivals Mastery Players zu erspielen. Diese Spieler können wir dann für verschiedenste Rewards eintauschen. Ob diese, also ich muss sagen, die Kartendesigns gefallen mir mega. Ich hoffe, dass wir einfach eine kosmetische Evo bekommen von jedem einzelnen, mindestens ein, zwei, damit wir unsere Karten einfach mal ein bisschen anders aussehend machen. Ich finde diese Kartendesigns wirklich, wirklich Weltklasse. Ich glaube, Food Scoreboard hat auch nochmal den Ladescreen am Start. Also so sehen die ganzen Sachen aus. Beginnt in 2 Tagen 13 Stunden, was gestern um 19 Uhr soweit war. Also ihr seht, wir kriegen dafür dann halt solche grünen Karten, können aber gelb, blau und rot eben sozusagen erspielen. Die große Frage ist, werden das einfach ganz normale 70er-Rated-Karten sein oder 64er-Rated-Karten, so wie es immer bei den Swaps war, oder kann man da wirklich einfach nur eine Goldkarte draus ziehen, die einfach so wird, und wenn man Glück hast, kriegst du halt den Mbappé in dem Kartendesign, musst den aber wahrscheinlich abgeben. Also da gibt es viele Spekulationen, ich glaube aber trotz alledem, ich glaube der beste Weg wäre wirklich relativ niedriges Rating. Du kriegst halt 3 Stück zum Beispiel, wenn du Rang 1 oder 2 in der Food Champions holst. Du kriegst, glaube ich, wenn du 3, 4 und 5 holst, 2 und alles drunter kriegst du einen einzigen Spieler. Heißt auch hier, je besser du spielst gerade in Food Champions, desto mehr Spieler werden kommen oder desto mehr Spieler wirst du bekommen und dadurch kannst du halt natürlich auch bessere Rewards abschießen. Also es ist definitiv dieses Mal nicht möglich, wirklich alles, wenn du grindest, ohne Probleme das Beste vom Besten abzuholen, außer du hast dann halt einfach Optionen, meinetwegen, du konntest 20 erspielen, aber bei 12 ist das Beste schon angesehen, da kannst du halt die 12 mitnehmen, hast aber 8 übrig, ich denke, da kannst du dann wieder was anderes machen, muss man halt schauen, oder du hast halt nur 12 von den 20 erspielt und kannst dann trotzdem das Beste mitnehmen, kannst aber dadurch nicht das Zweite nehmen, also, oder ein zweites Pack, Spieler, was auch immer. Sehr, sehr interessant, zumindest was das angeht. Des Weiteren, was auch interessant ist, ich glaube, viele von euch haben es schon mitbekommen, das sind die neuen Food Champions Rewards. Da haben wir jetzt mittlerweile bei Rang 1, wer es holt, GG, 10x86, 10x85. Wir haben den 87 plus Base Icon Pack, die Hero Packs sind ja komplett weg, 2x89 plus, 25x84 plus, also das ist schon wild. Und hier haben wir halt auch die 3 Champion Mode Mastery Packs, also auch das ist sehr, sehr interessant, was wir zumindest hier schon mal sehen werden. Des Weiteren werden wir übrigens auch ein neues Kartendesign bekommen, und zwar heißt das Ultimate Succession. Also ihr seht es schon, das sind mit Icons, mit Heroes, also es gibt 3 verschiedene Kartendesigns. Sieht
ganz cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze bedeutet, welche Karten da auch kommen. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir werden bei einer neuen Aktion namens Elements der Sicherheit, ne? Dazu gehören wohl auch Ikonen als auch Helden. Also wir wissen noch nicht ganz, was das Ganze hier miteinander zu tun hat, wie Ultimate Succession aussieht, welche Spieler damit inkludiert sind. Also da muss man auch erstmal gucken. Aber all in all, das Kartendesign sieht auf jeden Fall schon mal echt fresh aus. Übrigens, für die sich fragen, welche Nation das hier ist, die Mystery Nation, kann ich euch den Tipp geben, es wird Kolumbien sein, beziehungsweise es ist Kolumbien, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier ist es. Kolumbien einfach abschließen, 3 Finesse-Tore machen und dann kriegt ihr hier auch nochmal ein Premium Electrum Players Pack. Also, wer da Bock drauf hat, einfach mitnehmen. Habt ihr halt nur noch bis heute um 19 Uhr Zeit. Des Weiteren haben wir auch schon die ersten Upgrades und zwar zum FC Pro Live, denn die Gruppe A hat ja gestern gespielt. Ich hoffe, ihr habt alle eine Stunde angeguckt. Ihr habt übrigens hier Bino Gittens mit einer Plus 1, Fabio Carvalho auch mit einer Plus 1, die hier kommen wird. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, die gehen definitiv nach oben. Aber des Weiteren noch Bino und Fabio Carvalho einen Weakfoot bzw. Skillwurf mehr. Oxlade Chamberlain kriegt einen Inform-Upgrade mehr, damit wir dann schon solche Karten hier haben. Also auch das definitiv ganz cool. Und wir haben noch weitere Upgrades, genau, Redondo kriegt nämlich ein Plus 1, genauso wie Oxlade Chamberlain, kriegt eine 4-5 bzw. eine 5-4 Karte aus der Gruppe oder Runde Nummer 2, sowie Morsi und Amrabat, die beide definitiv auch ein Plus 1 bekommen werden. Eine weitere SPC, die kommen wird, ist eine Flashback-SPC und zwar von Casemiro. Meiner Meinung nach echt eine coole Karte, gerade weil sie ein absolutes Pace-Downgrade bekommen hat. Also da müssen wir echt mal schauen, das ist, glaube ich, immer noch, was das angeht, wahrscheinlich, ja, eine Prediction dieser Karte, Block 88 ZDM, also wenn defensive Physis mit dem Tempo, ich glaube, Casemiro könnte echt eine richtig, richtig gute Karte zu dem Zeitpunkt werden und wenn wirklich zu Black Friday ein bisschen mehr kommt, dass du halt mal ein bisschen grinden kannst, vielleicht auch die Tauschvorgänge wieder zurückkommen, was mega geil wäre, dann wäre das schon eine coole Sache, meiner Meinung nach. Des Weiteren gibt es von FIFA Training Romania noch einen kleinen Tweet mit Arsenal-Fans. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also, vielleicht ist es Saka. Viele werden hier darüber reden, dass Saka vielleicht sogar eine SBC wird. Das wäre halt wirklich, wirklich nice. Also, für Arsenal-Fans definitiv auch eine coole Sache. Mit Casemiro, Saka und Cruyff haben halt 3 wirklich richtig geile SBC-Spieler. Die Frage ist halt, wie sehen die Stats am Ende aus? Was vielleicht auch ganz cool ist, Daily Login kehrt bei Thunderstruck auf jeden Fall zurück. Also auch da wirklich jeden Tag bitte einloggen, da kriegt ihr immer 2-3 Packs. Am Ende dann einen ganz coolen Reward. Also auch das ist endlich wieder back. Für diejenigen, die sich fragen, wie sich vielleicht auch die Thunderstrucks upgraden, ne? Sie müssen 2 Spiele in den nächsten 5 der Liga gewinnen, um ein Plus 1, 2 neue Playstyles zu bekommen und eine neue Plusrolle. Und wenn sie 6 Tore in den nächsten 5 Ligaspielen machen, kriegen sie nochmal ein Plus 1 plus eine neue Rolle als Plus. Also keine Plus-Plus-Rollen, also nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Könnte gut sein, könnte interessant werden, ne? Am Ende werden wir sehen, wo wir landen. Und für diejenigen, die sich fragen, welche Karten kommen in das Thunderstruck-Team, ich weiß nicht, ob das nur Team 1 ist, weil das sind halt super viele. Es soll angeblich auch mehrere Mini-Releases geben, muss man halt schauen. Aber es wird ein Mbappé kommen. De Bruyne, wir haben Reiten, Valverde, Foden, Payor, Kachaui, Gündogan, Saliba, Rashford, Simon, Barella, Gyökeres, Koundé, Konaté, also das ist Wahnsinn. Darunter noch ein Isak, ein Kimmich-Jay, Kolomouani, Olise ist sehr, sehr cool. Genauso wie ein Gallagher und. Also das ist wirklich ein relativ großes Team. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo sie definitiv übertreiben, ist ganz klar die Icons. Also was bei den Icons rauskommt, ist wirklich nicht mehr normal. Guckt euch diese Thunderstruck-Icons an. Wir haben den Zidane, Zico, wir haben den Rullet, wir haben den Matheus, Raul, Vieira, Smith, Jacinho, Riquelme, Thuram, Hierro, Rush, Desai, Gattuso, Rooney, Keane, Cole und Barnes. Also das sind so viele neue Karten, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Man muss halt wirklich schauen, wie sehen die Stats aus, das sind alles nur Predictions, auch Playstyles-mäßig, rollenmäßig und, aber all in all, also ich glaube, EA wird ab Freitag richtig kochen. Meine Empfehlung, ich würde aktuell keine Packs ziehen, ich würde ein bisschen warten, wir kriegen wahrscheinlich auch noch das Best of Team of the Week in die Packs, vielleicht kriegt man Best of Special-Karten in die Packs, also da kann es auf jeden Fall knallen. Aktuell würde ich euch nicht empfehlen, irgendwelche Packs zu ziehen, behaltet es, auch wenn wir die Möglichkeit und nicht unbedingt haben, hier was davon rauszuholen, denn sind wir ehrlich, die Pack-Rate ist eine absolute Vollkatastrophe, aber zumindest das Fünkchen Hoffnung würde ich auf jeden Fall mitnehmen. All in all, ich bin sehr, sehr gespannt, ob EA wirklich den Content jetzt durchgängig anziehen wird. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.